Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dattelzeit mit RimWorld, wo wir keinen Kolonisten gerade sehen, außer doch hier oben welche. Aber die Action, die kommt noch. Wir sind nämlich jetzt zu 5 mit dem Fabian, der sich unserer Kolonie angeschlossen hat und nicht wirklich viele Talente aufweisen kann. Aber was der Fabian kann, das kann er gar nicht mal so schlecht. Von daher hier 10, gut 3, aber da ist zumindest die Leidenschaft drauf, dabei drauf zu hauen. Mit Tieren kann er gut, Medizin kann er gut. Er ist halt unser Trageäffchen und ein Apokalypse-Überlebender. Da hat er Fernkampf gelernt, da hat er die Kunst abzuneigen gelernt, genauso wie die geistige Arbeit. Ja, wenn er die Apokalypse überlebt hat, dann wird er auch unsere Kolonie überstehen. Ist zwar ein kleines bisschen härter als die Apokalypse, aber ach komm, das schafft der schon. Da bin ich einfach mal positiv gestimmt, dass der das irgendwie hinbekommt. Dann jagen wir nochmal 2 Wasserschweine, weil wir es können. Man muss ja auch mal hier volles Risiko gehen. Dom, 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 dom. Yay, wir haben hier tatsächlich, man mag es kaum glauben, Kräutermedizin. Schuhu. Da sind noch 2 Stoßzähnchen, die wir hier hinpacken können. Wasserschwein rächt sich. Ich hoffe... Ach nein, 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 nein. Das ist gar nicht so gut. Wir müssen hier unbedingt mal reden. Nein, klarkommen mit unserem Leben, bevor es ein Ableben wird. So, dann wollen wir hier mal schnell hinkommen. Ach, Jiminy. Oh. Ich erkenne das Problem. Wie schnell ist das Viech überhaupt unterwegs? Nicht schnell genug für Mr. Junior. Das ist schon mal positiv. Kabums. Hey, geh. Husch, husch. Mr. Junior, mach hinne. Eieiei. Okay, die beiden können sich wieder mal anderen Dingen widmen. Mr. Junior macht das schon. Eieiei, da muss ich aufpassen. Man kennt doch mein Koloniemanagement hier. Okay, Mr. Junior wird nicht zur nächsten Dönerfrikadelle. So viel können wir schon mal festhalten. Und ein Schüsschen und weg ist es. War doch gar nicht so schwer. Warum die Aufregung? So, wie geht's denn Blackie? Blackie, dir geht es, ja, den Umständen entsprechend. Du solltest dich mal flicken lassen, habe ich den Eindruck. Aber mit L, bitteschön. So. Lass dich flicken, genau. Fleisch haben wir genug in der Kammer. Das sollte uns nicht ausgehen. Da haben wir Elefantenfleisch, da haben wir Yorkie-Fleisch. Oh, das klingt so süß, Yorkie-Fleisch. Ich liebe es jetzt schon. Ah ja, ich möchte auch ein bisschen Yorkie-Fleisch. Ich glaube, ich gehe mal in die nächste Tierhandlung und hole mir einen Yorkshire Terrier. Dann kann ich mir auch ein bisschen Yorkie-Fleisch gönnen. Ach, ist das süß. Schmeckt bestimmt auch süß. Ich sehe schon den Aufschrei, wenn ich hier davon rede, Hunde zu essen. Aber ehrlich gesagt, ich würde noch eher Hund essen als Fisch, glaube ich. Weil ich bin absolut kein Fischfan. Außer Fischfrikadellen und Fischstäbchen. Das geht noch so halbwegs. Auch wenn ich davon ebenfalls kein großer Fan bin. Aber Fisch, ich weiß nicht.
Da bin ich ein Hamburger, aber mit Fisch kann ich so überhaupt nicht. Ja, da haben wir auf jeden Fall mal ein paar Händler wieder. Bei denen könnten wir eventuell die... Wobei, das sind Großhändler, keine exotischen Güter. Aber vielleicht werden wir da trotzdem unser Kram los. Und vielleicht finden wir da ja auch was für uns. Also man kann ja zumindest mal ins Sortiment reinschauen. Die haben mittlerweile auch die Brücke, die die nutzen können. Also was wollen wir mehr? Es läuft doch alles. Geil wäre, wenn wir irgendwann auch Steinbrücken bauen können. Aber ich glaube, dafür gibt es leider noch keine Forschung. Muss ich mal gucken, ob ich eine Mod finde, die ein Steinbrücken als, sag ich mal, Endgame-Content darbietet. So, Blackie war doch, glaube ich, sozial richtig geil, oder? Ja, Elfe. Sam ist schon, sag ich mal, sympathisch, wenn sie nicht gerade... Oh, Sam, Blackie. Wie komme ich gerade auf Sam? Gut, wir hatten auch Sammy gehabt. Damals, aber naja, egal. Wir kriegen das schon hin. So, du darfst einmal schnacken. Nicht lang Kopf in den Nacken, sondern schnacken. Uiuiui, Bauteile, noch ein Löcher. Ich will aber sehen, ob ich hier meine Zähne loswerde. Auch wenn man das falsch verstehen kann. Oh, neue Yorkies. Ah, ich weiß nicht, will ich noch mehr Yorkie-Fleisch haben oder nicht? Das ist hier die große Preisfrage. Ah nee, ich glaube, ich lasse das mal. Ich muss es mir ja nicht ganz verscherzen. Und Elefantenstoßzähne, leider werden nicht angekauft. Oha, die ist ja schwanger, die Macy. Heide Witzka, Heideröslein. So ist aber auch. Aber ich muss die irgendwann leider töten, weil... Die bringen mir ja nicht das, was ich mir erhofft habe. Von daher, Flakjacken. Ja, gibt es irgendwas, was wir geil verkaufen können? Großkatzenfell, Chinchillafell. Nö, ich nehme, glaube ich, mal die Kamelhaut. Die verkaufe ich. Und Hundeleder. Oh, brauche ich vielleicht auch nicht so zwingend. Echsenleder. Ja, verkaufen wir den Kram mal. Gucken, ob es Medikamente gibt, die wären ganz wichtig im Großen und Ganzen. Aber nee. Dann holen wir uns ein paar Bauteile noch rüber. Bauteile gehen immer. Wo sind sie denn? Bauteil E. Da sind Bauteil E. Da gönnen wir uns mal. Gucken. 7 Stück, ja komm. Haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Da nehme ich doch lieber haben. Guck mal, wie nett sind die überhaupt uns gegenüber eingestellt? Das waren die Uyas oder Kuyas oder... Ach, ich habe keine Ahnung. Eine Fraktion halt. Eine der beiden, mit denen ich klarkomme. Ja, wir werden es ja sehen. Kartoffeln ist ver... Wieso verrottet das alles? Was mache ich hier falsch? Kommen die mit der Temperatur... Nee, maximale Wachstum... Wer hat in die Kartoffeln geschissen, dass die... Aha! Warum verrotten die alle? Darf man jetzt nicht mehr drüber trampeln oder was? Verrücktes Tier, Affe. Ach, da ist er. Nur da bin ich mal gespannt. Aber es ist nur ein Exemplar, glaube ich, ja. Wir mal kurz gucken. Nee, die sind alle hier in der Kolonie, glaube ich. Jo. Da habe ich dann ja noch Zeit. Mr. Junior kommt aber gerade raus. Das ist nicht so dolle. Nicht, wenn da gerade eben sich ein Äffchen anschickt, Bambule zu machen. Das ist irgendwie nicht so der Burner. Okay, den hat es in der Falle zerrissen. Boah, erstes Spiel mit Fallen und die sind so effektiv. Ich bin begeistert. Spätestens wenn ein Meteorit. Kann gut sein, muss aber nicht. Weil wenn hier so ein Meteorit mit Uran landet und man ist noch im
frühen Spielverlauf, dann wird das trotzdem als Wert berechnet an Ressourcen und ja, auf einmal ist die Kolonie ganz viel wert und man kriegt so ein Mega-Gedöns. Ja komm, das bauen wir gerne ab, ist nicht so weit weg. Oh, ich habe einen neuen Elefanten. Hihi. Ich liebe den jetzt schon. Ich glaube, ich weiß, was ich in der Nacht mir aneigne. Oh, jetzt geht's richtig los. 3 Angreifer. Wobei wir ja schon mal mit 3 fertig geworden sind. Von daher, lasst sie kommen. Ich zerstöre sie mit meiner bloßen Händekraft. Huga chaka, huga chaka, huga chaka, huga, huga, huga chaka. So, mal sehen, wann die angreifen. Die haben nur primitive Waffen. Ich brauche eine Schusswaffe, verdammt nochmal. Gib mir ordentliches Zeug. So, jetzt geht's hier richtig rund. So, Blackie, du hast hoffentlich heute nichts Falsches gefrühstückt. Ansonsten wäre ich sehr sauer auf dich. So, Wuseline, komm. Du darfst dahin. Mr. Junior kommt hierhin. Fabian kommt hier irgendwo nochmal mit. Ja, heute wird das richtig zelebriert. Ja, diesmal sind auch alle in einem ordentlichen Tempo unterwegs. Und Brian, der forscht gemütlich vor sich hin. Das ist eine gute Aufgabenteilung, die mag ich. So, den ersten hat es erwischt in der Falle, lebt aber noch. Aber es folgen ja noch Fallen. Da muss ich mal wieder gucken, wie die Linie ist, die die durchgehen. Eine Falle erwischt, zweite, dritte. Hoho, ist ja geil. Yes, die sind alle in den Fallen verreckt. Okay, Fabian, danke, dass du... Nicht Fabian, Mr. Junior. Danke, dass du mich so gequält hast, dass ich endlich die Fallen mal baue. Ich muss sagen, wenn man die ordentlich platziert, sind die schon ganz brauchbar. Aber die Kolonie bietet sich auch an, weil die haben echt diesen Weg, der ist... ja, der ist geeignet. Sagen wir es mal so. Und deswegen glaube ich auch einfach mal, dass ich... Komm, ich mache jetzt schon ein KI hoch. Das... Auf Rau. Da muss man sich einfach mal... ein bisschen was gönnen an Schwierigkeitsgrad. Damit es auch jetzt schon spannend wird. Weil im Moment sind die Angriffe noch nicht wirklich so spannend. Weil wir zu gut ausgestattet sind. Ja, aber da können wir mal sehen, dass wir hier so weitermachen. In irgendeiner Form. Wie viel Holz haben wir? Genug Holz, um die Waffen zu reparieren auf jeden Fall. Und ich würde sogar noch weitergehen und da einen hinbauen. Und. Nee, das läuft hier eigentlich richtig geil mit den Fallen. Da kann ich nicht meckern. Da baue ich da sogar noch 2 hin. Wenn schon, denn schon. Den Luxus gönnen wir uns. So, im Moment kommen wir auch mit einer Küche noch, finde ich, sehr gut aus. Also, Wuseline wuppt das schon für 5 Leute zu kochen. Wenn das so weitergeht, brauchen wir aber tatsächlich auch einen zweiten Koch. Weil irgendwann ist finito, dann ist Ende Gelände, vor allem Ende der Fahnenstange erreicht und... Ich weiß noch immer nicht, warum das hier nicht so funktioniert. Oh, da habe ich da irgendwo ein Dach. Muss ich mal kurz gucken. Strukturchen. Nee, Zone. Kein Dach. Aha. Hahaha. Hahaha. Hoho. Hihi. Hehe. Das Ding müssen wir mal hier abmachen. Warum habe ich da ein Dach? Ich habe keine Ahnung. Warum habe ich da ein Dach? Das erklärt einiges. Auch warum hier der Schatten ist. Nya! Oha, Friedensgespräche. Wo sollen die denn stattfinden?
Der weiße Mann kommt in Frieden. Hau. Ach ja, der Planet muss mal wieder generiert werden. Aber haben wir ja bisher selten gehabt, weil wir noch nicht wirklich viele Gründe hatten, auf der Map umherzuspazieren. Da wäre das Friedensgespräch. Wo ist denn unser Heim? Da ist unser Heim. Ja, das ist kleine Strecke schon, ne? Das ist ein Geheimversteck für Luciferium, was ich nicht wirklich haben möchte. Irgendwie ist das hier auch noch so ein bisschen... Mal sehen wir von hier. Warte mal, von da nach da wären 4, hast du nicht gesehen, Tage. Ich habe keine Lunchpakete. Nee. Lass mal sein. Wir müssen nur aufpassen, nicht, dass hier irgendwas einstürzt. Nee, geht alles gut. Perfekt. Ja, jetzt können wir endlich wieder anbauen. Und ich weiß noch immer, habe ich irgendwann ein Dach gebaut, ohne es zu wissen? Das ist die große Frage. Da muss ich echt mal die alten Folgen angucken, ob ich schon immer da überdacht hatte. Also das ist doch bekloppt. Wutanfall. Fabian hat einen Wutanfall. Richtet der sich gegen... Nein. Bauteile. Nicht Bauteile. Ah ne, hat er schon zerstört, oder? Er hat die Bauteile zerstört. Scheiße. Fabian, nicht persönlich nehmen, aber du wirst scheiße. Zumindest in der Kolonie. Zerstört er die Bauteile? Ich glaube es nicht. Ist klar, zerstöre das Wichtigste, was wir in der Kolonie haben, neben der Medizin. Die scheiß Bauteile. Was zur Hölle? Danke. Ach, aber ich bin glücklich, auch wenn man es nicht hört. Scheiße. Ja. Da fällt mir ein. Ich könnte mal gucken, wie das hier mit den Kraftwerken funktioniert. Das Problem ist nur, dass das dann auch Ziel von Angriffen werden kann. Aber wir können ja mal kurz gucken. Was haben wir denn da? Energie. Wasserkraftgenerator. Ja, ein paar habe ich ja noch. Wie viel erzeugt das überhaupt? Das wäre mal interessant zu wissen. So, irgendwie müssen wir das denn hier so bauen. So, da bauen wir so ein Ding hin dann. Oh, reicht vom Holz aber auch so gerade. Da müssen wir echt nochmal ein paar Bäumchen stutzen, damit das funktioniert. Oha, da haben wir ein paar Brände. Oder wie man heutzutage sagt, the shit is on fire. So, da fällen wir noch ein bisschen was. Macy hat ein Junges zur Welt gebracht. Herzlichen Glückwunsch, Macy, und herzlichen Glückwunsch, Affe 2. Ich meine, die haben ja beide das Kind, ne? Macy musste etwas mehr Arbeit machen, zugegeben, aber am Ende... Ach, und die hängen noch immer in den das finde ich auch irgendwie nett. Die Leute sind in den Fallen gestorben. Die Fallen wurden neu reaktiviert, aber... Keine Sau kümmert sich darum, die Leichen wegzuschmeißen. Das finde ich grundlegend sympathisch. Vermutlich erst, wenn es gerade verrottet. Ja, weil ich erlaube ja nichts Frisches. Okay, das wird erst da landen, wenn es verrottet. Ist in Ordnung, das hat bis dahin abschreckende Wirkung. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch... Affenbaby 1 wird Figaro genannt. Figaro. Das klingt nach Ficken, aber egal. Figaro. La. So, Marmorblöcke. Da können wir gleich neue Dinge draus bauen. Auch wenn wir derzeit hier eher Kalksteinblöcke bekommen, müssen wir mal neue Blöcke sis in Auftrag geben, glaube ich.
paar neue Blöckchen, genau. 10 Stück mal wieder. 10 gehen immer. Dann bauen wir relativ zentralen Türchen, genau. Und eine Marmorwand. Marmorwand von Marmorett. Ist das nicht nett? So, ich will auch nicht zu tief in den Berg buddeln, weil sonst kriegen wir Probleme. Nur so tief, dass wir hier ein paar Bettchen hinbekommen, dass wir auch Gäste unterbringen können. Das Ganze müssen wir dann auch nochmal mit Holz auskleiden und dann sind alle glücklich. So. Wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. So, was sagt denn das Kraftwerk? Wir haben ja noch ein paar Bauteile übrig. Ja, aber 36. Ah! Da kann man sich doch echt in den Arsch beißen, wenn so ein Kolonist in seinem Wutanfall Bauteile zerstört. Ey. So viele würden mich selbst im späteren Spielverlauf ärgern, nicht erst jetzt. Sei nicht nur jetzt. So, und wie ich mein Glück kenne, wird das hier auch ein völliges Desaster zu bauen. Mal kurz gucken. Da ist noch genug drin zumindest. Ich habe da echt ein mordsmäßiges Glück. Ich möchte wissen, was der Wasserstoffgenerator wäre aber auch geil. Hätte ich Bock drauf. Ins Zimmer eingeschossen. Ey, was habt ihr gerade für komische Anwandlungen? Warum geht's dir schlecht? Brian, jetzt sag mal, rede Klartext. Was schmeckt dir nicht? Hat ohne Tisch gegessen, das kann er ändern. Hat ein abscheuliches Schlafzimmer, kann ich auch nichts dafür. Unansehnliche Umgebung, hey. Die sind in den Tropen. In Dunkelheit hat die Nacht an sich. Zurückgewiesen von Vuseline. Selbst schuld. Und schläfrig. Dann leg dich schlafen. Verdammt nochmal. So. Und jetzt sei wieder artig. Und leg dich schlafen. Ja, das kommt ja noch dazu. Wenn die so einen Anfall haben, dann denken die natürlich nicht an Essen oder sowas. Genauso wie die Hungernden, die auf einmal in Hungerstreik treten. Es macht keinen Sinn. Ich möchte das Wasserkraftwerk haben. Bitte. Tut irgendwas. So, aber bevor das Ding hier finalisiert werden kann, brauchen wir noch Holzboden, brauchen wir noch Betten und dann, vielleicht aber auch nur dann, kann man weitersehen. Ach, haben die doch am Ende mehr drauf, oder? Ja, yeah, vielleicht, wenn wir das haben mit dem Gehorsam. Nee, hat das ja. Kann trotzdem nichts tragen. Ach ja. Kann sich jemand um das Gebäude kümmern? Brian ist irgendwie gerade ein bisschen mucksch. Ja, jetzt faulen die rum. Jetzt kann man die endlich wegtragen. Wobei, der sieht ja echt noch frisch aus, aber der ist ja auch schon skelettiert. Ja, da wird weiter gebaut. Mr. Junior macht das schon. Mal sehen, ob das ein Baudesaster wird oder ob es funktioniert. Und fertig. Oi, 1100. Yay. Und das Geile ist, die muss man nicht auffüllen. Yes. Schon hat es sich richtig gelohnt, am Wasser zu bauen. Ich muss den Strom nur irgendwie hochbekommen. Ich wusste, dass das irgendwie auch noch einen Nachteil hat. Na gut, das bisschen Stahl. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, mit diesem Kraftwerk, das wir dann noch anschließen müssen, können wir die Folge mehr als guten Gewissens beenden. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Daddlezeit, hier mit RimWorld. Bis dahin, ciao, ciao und Fabian, ich hab dich natürlich trotzdem lieb.